Ganz konkrete Turing-Maschine, was macht die? Die macht mindestens einen Schritt nach links und läuft dann so lange weiter nach links, bis es auf einen Blank trifft. Dabei wird jeder Strich in ein A umgewandelt und jedes A wird in einen Strich umgewandelt. Wir haben drei Zustände, Q1 bis Q3. Wir haben das Bandalphabet, Blank, Strich und das Zeichen A. So, und jetzt müssen wir uns überlegen, wie wir quasi unsere Zeichen kodieren. Und ich sage mal, als Zustandsmenge, das H, den Haltezustand, habe ich hier jetzt gar nicht mit drin. Ja, der Haltezustand, das ist Q0, das ist gerade unser Haltezustand. Und dann haben wir halt die drei Zustände Q1, Q2, Q3. Ja, bezogen auf das, was wir hier gerade hatten, heißt das, wir haben hier vier Zustände. Ja, wir müssen also gleich von 1 bis 4 laufen an dieser Stelle. Ja, und spannend wird es jetzt noch beim Alphabet. Und da sage ich jetzt mal irgendwie unser übergeordnetes Alphabet, Sigma unendlich, das sei jetzt wie folgt. A0 ist gleich Blank. A1, das ist gerade unser Strich. A2, das sei irgendwas, was in unserem Alphabet jetzt nicht vorkommt, das sagen wir mal sei klein b. Und A3 ist das A und dann geht es halt irgendwie so weiter. Dann kommt noch irgendwie A4 ist gleich. Ja, sozusagen alle möglichen Zeichen, die wir uns vorstellen können. Und die sind jetzt gerade so nummeriert. Bei unserer Turing-Maschine haben wir natürlich jetzt nur die Symbole. Dieses hier. Wir haben dieses. Und wir haben dieses. Ja, und jetzt, damit Sie einfach auch gleich sehen, wofür das Ding hier gut ist, ja, wann mal der Fall auftritt, dass wir hier ein Epsilon eintragen müssen. Ja, das ist nämlich genau der, für den Fall unser A2, das haben wir nicht. Das ist nicht in der, in dem Bandalphabet unserer Turing-Maschine. Ja. So, was ich jetzt mache, jetzt schreibe ich quasi diese Zeilen hier alle auf. Ja, also was ich jetzt berechnen muss, ist irgendwie E, I, J. Und zwar eine ganze Reihe von diesen Einträgen. Das ist eigentlich nur eine Kodierung unserer Übergangsfunktion. So, erste Zeile fängt an mit einem Alpha, Beta, E1, 0. Dann wird das getrennt vom nächsten Eintrag, E1, 1. Wird getrennt vom nächsten Eintrag, E1, 2. Nächster Eintrag, E1, 3. So, das E1, 0. Das ist sozusagen die Kodierung von diesem Übergang hier. Delta Q1 A0. Das ist die Kodierung von Q1 A1. Das ist die Kodierung von Q1 A2. Das ist die Kodierung von Q1 A3. Und dann die zweite Zeile. Auch das fangen wir, oder die zweite Zeile fangen wir auch wieder mit dem Alpha an. Einfach für Anfang einer neuen Zeile. Und dann werden E2.0, E2.1, E2.2 und E2.3 und entsprechend die dritte Zeile. So, und jetzt müssen wir uns einfach nur nachgucken, was es denn heißt, wenn wir das Ding hier kodieren wollen. Das ist hier Delta Q2 A0 und so weiter. Ja? Denke ich, ist klar das Prinzip. So, jetzt gucken wir einfach nach, was heißt es? E1.0 beziehungsweise der Übergang von Q1 und Zustand A0. Da gucken wir jetzt einfach nach. Unser Zeichen A0 ist unser Blank. Das heißt, wir müssen einfach nachgucken, was passiert. Das male ich jetzt mal in blau hin, einfach um es so ein bisschen zu kennzeichnen. So, das ist gerade Q2L. Ja, das lese ich einfach hier ab. Ja, vom Zustand Q1 und das Zeichen A0, es ist unser Blank, also Q1 Blank, geht über in Zustand Q2 und das L. Jetzt gucke ich wiederum nach, wie ist das zu kodieren? Q2L, da blätter ich einfach nochmal gerade zurück. Q2L, das wäre hier unten. Das heißt, wir würden zwei Striche machen und das Lambda für die Angabe, dass wir nach links gehen. Ja, das heißt, an dieser Stelle würde ich eintragen, ich mache den mal hier weg, ja, ich schreibe das einfach jetzt hier drunter, zwei Striche und ein Lambda. E1,1,
Q1 A1 und das Zeichen A1 ist der Strich. Das heißt, wir müssen gucken, was passiert, wenn ich in Q1 bin und einen Strich lese. Auch da gehe ich in Zustand Q2 über und laufe nach links. Das heißt, ist identisch. Q1, A2, A2 gibt es in unserer Turing-Maschine nicht. Ja, wir haben nicht das Symbol B irgendwo hier als Bandalphabet. Was sagt uns dann unsere Codierungsvorschrift? Sagt uns einfach, ja, für den Fall, wenn das Symbol A2 oder das Symbol AJ hier in diesem allgemeinen Fall nicht in unserem Bandalphabet ist, setzen wir einfach ein Epsilon rein. Also machen wir das. Das heißt, da kommt das leere Wort rein. Hier kommt ein Epsilon hin. Und bei Q1 A3, A3 ist das A. Q1a geht auch nach Q2l, kommen auch zwei Striche und das Lambda hinein. So, wenn wir das Ganze weitermachen, was bedeutet E2.0? Dann müssen wir gucken, vom Zustand Q2, wir lesen das Blank als Zeichen Nummer 0. Q2 Blank heißt, wir gehen in den Haltezustand und dann kommt das Blank. So, Haltezustand hat die Nummer 0. Das heißt, da müssen wir gar nichts hinschreiben, sondern wir schreiben nur das Zeichen A, was geschrieben wird. Das Zeichen A wird geschrieben. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Dieses A hier ist ein anderes als das A. Dieses A ist das Alphabet, das A unseres Alphabets. Und dieses A, das kennzeichnet, das ist sozusagen das Kennzeichen hier an dieser Stelle, dass die nächste Nummer, die kommt, dass das ein Buchstabe ist. Das heißt, da müssen wir den Buchstaben angeben, zu dem wir dann hingehen. Und das ist gerade der Buchstabe, was war es jetzt? Ich muss gerade gucken, Q2 Blank, Q2 Blank. Das schreibt das Blank. Und das ist der Buchstaben, jetzt haben wir sozusagen den Versatz um 1. Das ist der nullte Buchstabe, den wir mit der 1 kennzeichnen. Da haben wir ja den Index um 1 weitergeschaltet. E21, da kommt raus, müssen wir uns jetzt angucken, was passiert, wenn wir im Zustand Q2 sind und wir lesen einen Blank, Q2 Blank, das heißt, da gehen wir in den Zustand Q3 über, das heißt, da kommen schon mal drei Striche hin. Wir schreiben das A wiederum hat die Nummer 3, Index 3 heißt für die Buchstaben wieder einen drauf, das heißt, das wäre der Buchstabe 1, 2, 3, 4. Ja, das ist der Code für diesen Übergang. Zustand und das hier steht für das Zeichen. A leitet das Zeichen ein und dann der vierte Buchstabe ist A3. Hier kommt auch wieder Epsilon hin. Und hier gehen wir über in Zustand E2, Q2a. Geht auch nach Q3, das heißt, hier kommen drei Striche hin. Gehen zum Strich, das ist A1, also kommt da eine 2 hin. So, und das letzte Zeile, genau das gleiche. Ich schreibe das einfach mal ab. Ich habe das nämlich gestern per Hand gemacht. Da kommt das hin, hier kommt ein Epsilon hin und hier auch Zustand Q2 und wir gehen nach links. So, und wenn wir das Ding jetzt hinschreiben, sozusagen, jetzt habe ich das quasi aufgedröselt und wenn ich die jetzt einfach hintereinander schreibe, also das kann ich wirklich mal hinschreiben. Alpha, Beta, 2, Lambda, Beta, 2, Lambda. Da kommt ein Epsilon hin, das heißt, da kommen zwei Betas hintereinander. 2, Lambda, dann fangen wir wieder vorne an mit dem Alpha, einem Beta. A, Strich, Beta. Ich breche jetzt hier einfach mal die Zeile um, sonst wird das zu breit. Und dann geht es hier weiter mit Alpha, Beta, so, das ist quasi das Programm. Also hier ist jetzt wirklich drin kodiert das Verhalten dieser Turing-Maschine, von der wir ausgegangen waren, hier diese Turing-Maschine. In dieser komischen Zeichenkette haben wir jetzt genau das hier kodiert. Ja? Das ist also quasi eine besondere Form der Maschinensprache. Dieses Wort ist eine Eingabe für die universelle Turing-Maschine. Und die zweite Eingabe besteht aus dem Wort W, auf welches wir
M anwenden wollen. So, was wir jetzt noch machen müssen, jetzt müssen wir uns noch überlegen, ja, wie denn so eine universelle Turing-Maschine arbeitet.